Willkommen zu Martins Bushcraft. Heute schlafe ich im Wald. So, auf meinem Weg. Wird schon langsam duster. Und wenn es dann ein bisschen in den dichteren Wald reingeht, dann wird es, denke ich mal, auch noch dunkler werden. Sonnenuntergang war schon. Und da bleibt so eine halbe Stunde noch ein bisschen hell, bis es dann richtig dunkel wird. Schauen wir mal. Und hier wird es dann schon relativ dunkel. Die Vögel zwitschern noch, aber ich glaube, die werden auch bald schlafen gehen. So, das soll jetzt mein Platz sein. Hier werde ich erstmal dem Wald lauschen. So, heute will ich noch nicht im Wald schlafen, sondern ich will mal den Geräuschen hier lauschen, die es hier macht, um mich daran zu gewöhnen, wie es dann sein. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Irgendwas hat gebellt. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber genau das will ich herausfinden. Die Geräusche, die es hier macht. Und bevor ich eine Nacht hier draußen schlafe, will ich mich daran schon mal gewöhnen. Das, was ihr jetzt hier hört, sind keine Hunde, sondern sind Rehe. Hab mich am Anfang auch erst ein bisschen erschrocken. Aber ich habe eben eins ein bisschen Entfernung vorbeiflitzen sehen. Ja. Weiß nicht, ob sie ihr Revier verteidigen. Keine Ahnung. Hab das noch nie vorher gehört.
Kann auch sein, dass es Brummschreie sind. Weil wir haben Frühling. Und da kann es sein, dass sie sich paaren wollen. Ich habe mir jetzt mal ein kleines Feuer angezündet. Ja, mittlerweile wird es hier richtig dunkel. Und die Vögel hören auch so langsam auf zu zwitschern. Ja, schauen wir mal, wenn es so richtig stockdunkel ist. So, jetzt ist es richtig dunkel geworden und das Einzige, was halt noch ein bisschen hell ist, ist ja klar das Feuer. Ja, mittlerweile sind auch die Vögel verstummt und man hört eigentlich fast nichts mehr. Also mittlerweile sieht man hier wirklich überhaupt nichts mehr. Und jedes kleinste Geräusch kann man sich denken, irgendwie, da wäre was. Aber da kann man sich auch schön reinsteigern. So, das sollte eigentlich so für heute reichen. Ja, weiß nicht, ob ich jetzt heute Nacht schon hier schlafen würde. Glaube eher noch nicht. Aber fürs nächste Mal weiß ich, was sich hier draußen abspielt. Ich gehe nach Hause. War ein interessanter Abend, vor allen Dingen mit dem Gekaut, so Gebell, wie auch immer. Ja, und man sieht, dass man eigentlich nichts mehr sieht.